Das war tatsächlich kein schlechter Zug. Ja. Ich hol mir das einfach mal. Wenn man die Karte verbessert, macht sie, glaube ich, 2 Block plus jedes Mal. Oder es nicht mehr erschöpft. Irgendwas war's. Natürlich. Ansammeln. Verteidigen. Und ihr aufs Maul geben. Sie als erstes töten ist meistens besser. Bist du der Elite? Nee. Ich trinke den Trank mal. Einfach, dass wir voll sind. Weil wir werden wieder tanken müssen und am Ende schlagen die mich bei. Das war jetzt natürlich nett, dass alle Blitze auf ihn losgehen. Ouchie. Gleich der Stärke-Buff ist immer unangenehm. Aber da kann man nichts machen. Wir defragmentieren. Machen eine Schleife. Chaos. Oh, wir kriegen nochmal ein Plasma. Das ist immer schön. Verteidigen. Für den guten Willen und geben mir aufs Maul. Die Blitze hassen den Eisenmann. Ich sehe das schon. Ja, ich glaube. Der Recovery-Trank war okay. Vor allem, weil die hält den Kopf jetzt noch in die Länge. Oh, der Blitz hat sie erwischt. Das geht. Das ist mein guter alter Gen-Algorithmus, aber ich habe erstmal einen kühlen Kopf. Spaltung plus. Ich habe keine Machtkarte. Gen-Algorithmus will ich auf jeden Fall spielen. Kann ich dich tothauen? Ich habe nichts zum Entladen. Das ist jetzt ärgerlich. Weil dann würde ich die Karte ziehen. Müsste nur sterben. Ich bräuchte eine Machtkarte. Sechs Block, nächste. Erhalte 10 Block angeboren, erschöpft. Ihre Karte haben wir einen verringert. Ah, oh, das ist nicht das, was ich wollte. Ach, das ist jetzt ärgerlich, weil die heilt jetzt wieder um 16. Und kriegt Block. Dumme Nuss, ey. Ich habe mir auf jeden Fall einen Blitz. Wird dick fragmentiert. Schlechtes Genalgorithmus. Selbstreparatur. Und die Blitze reichen nicht für irgendwas. Selbst. Naja. Selbst mit Fokus. Das kriege ich nochmal hart aufs Maul. Einfach weil ich sie nicht töten könnte. Sonst hätte ich vielleicht in der letzten Runde schon gewonnen. Das ärgert mich jetzt ungemein. Ah, da bist du wieder ohne Machtkarte. Sehr schön. Shit. Jetzt lebt er auch noch um 1. Ich habe keinen Blitz. Ich muss nur irgendwie entladen, dann ist er tot. Und das schaffe ich auch. Falls der Gegner dadurch getötet wird, erhält die 3 Energie. Nee. Will ich alles nicht. Ist mir nicht gut genug. Wir verbessern jetzt Dubi-Dubi. Defragmentieren. Aber welches? Ja, guck mal, macht das permanent um 3. Ja. Defragmentieren ist besser. Defragmentieren ist eine super Karte. So, Elite, dich muss ich jetzt vernichten. Du bist das. Da will ich am liebsten immer durchblocken können. Leider kriegen wir das schlechte Gen-Algorithmus. Das ist ärgerlich. Das heißt, wir kriegen jetzt gleich mal Wunden. Okay. Ich würde gerne meine Selbstreparatur mit der Verstärkungskarte benutzen. Es sei mir nicht gegönnt.
Na gut, defragmentieren. Kapazität, Selbstreparatur, Blitz, Schlagen. Oh, kriegen wir viel Damage. Ich glaube, ich muss mich ausruhen beim nächsten Bodenfeuer und das ärgert mich. Wir müssen irgendwie mehr Karten ziehen, wenn wir schon Plasma haben. Zum Beispiel so. Verstärken. Defragmentieren. Defragmentieren. Und du bist tot. Eis! Oh! Für die bekommt den Blitz einem zufälligen Gegner 7 Schaden zu. Weißt du was? Jetzt können wir es uns leisten. Weil Eis. Jetzt können wir es uns leisten. Dann ruhen wir uns aus. Immer wenn du in ein Lager vollkommst, wir gehen in den nächsten Kampf mit mehr Energie. Nice, weil das Eis, das ist cool. Es gäbe noch andere Artefakte, Relikte, die echt cool wären, aber Eis ist. Sonic. Das ist nicht schlecht. Kapazität. Zack. Genalgorithmus. Eisorb. Und wir behalten die Energie. Weißt du, das sind angeschlagen und das ist ärgerlich. Wir machen mal Fokus. Wir haben ihn nicht geschlagen und 40 Schaden gemacht, fast. Jetzt noch die Machtkarte, dass ich alle Gegner treffe. Dann wäre natürlich cool. Kühler Kopf, kriegen wir die Verstärkungskarte? Nein. Und wir schleifen. Chaos. Schattenorb. Schattenorb ist gut. Wir müssen uns nicht verteidigen. Die machen uns dann einen Schaden. Lieber versuche ich die kaputt zu hauen. Vielleicht stirbt er an den Blitzen. Aber es ist unwahrscheinlich. Da müssen ihn alle drei treffen. Ich behalte lieber die Energie für die nächste Runde. Es kriegt zwar zwei Schaden, aber es sind nur zwei Schaden. Und der Einser stirbt wahrscheinlich irgendwann an irgendeinem Blitz. Zum Beispiel jetzt. Verstärken? Warum nicht? Da stark. Für den schaffen Blitz einen zufälligen Gegner 7 Schaden zu. Greift 5-mal an. Wir können jetzt nochmal 2 Blitze erschaffen. Einmal so. Einmal so. Dann spalten wir und entladen alles. Zack, 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 zack. Kriegen ganz viele Karten. Selbstreparatur verstärken. Aber wir kriegen 2 Blitze dadurch. Genalgorithmus. Ja, komm, geht immer. Dann können wir, glaube ich, keinen weiteren Blitz erschaffen. Das heißt, wir machen jetzt den hier. Das tut weh. Das ist süß. Verteidigung haben wir, wie blöd. Und ich glaube, ich will nicht mal doppelt entladen. Ich hau dich jetzt einfach noch 2-mal. Und dann ist gut. Jawohl. Wir fragmentieren. Das wäre Donnerschlag. Awesome. Erstmal 2 Energie holen. Eine. Okay. Achso, ich habe eine benutzt für die Karte. Alles klar. Chaos, komm, gib mir Stuff. Defragmentieren. Schlagen. Donnerschlag. 70 Schaden sind das. Und die sind in Runde 3, 4. Verteidigen muss ich mich nicht. Ich glaube, das ist mein bester Bild bisher mit ihm. Und das nur wegen Elektrodynamik. Das ist schön. Verhindern den nächsten TP-Verlust. Ist auch okay. Ist sogar sehr gut. Besser als das. Ich will aber die Elektrodynamik. Du kannst dein Lagerfeuer nicht mehr ausruhen. Gesprungen Kern. Wenn du einen Zug in einem leeren Orb beendest. Mit leeren Orb. Was? Nein, das ist ja voll schlecht.
Ich starte nicht mehr mit Blitz und wahrscheinlich bekomme ich auch keine Frost, weil ich dauernd Sachen bekomme. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das und kann dann nicht mehr rasten. Da muss ich mich halt mehr auf meine Selbstreparatur verlassen. Oh, der Boss ist fies. Oh. Shop. Elite. Elite. Elite, aber wir kriegen so wie keine Bonfire. Was aber egal ist. Ist es nicht, wir müssen. Ich glaube, ich gehe jetzt auf jeden Fall mal den Weg. Bis zum ersten Elite. Und dann gucke ich vielleicht, dass ich nicht nochmal einen Elite mache. Ich glaube, First Turn Entladung wäre nicht schlecht. Du hast die meisten Leben. Spalten. Wir haben die Eiscreme, das dürfen wir nicht vergessen. Zweimal. Kühler Kopf. Defragmentieren. Genalgorithmus. Schleife. Donnerschlag tut schon weh. Ich glaube, das war okay für die erste Runde. Das war okay. Wir müssen ja wieder gleichzeitig killen, weil wenn du einen killst, bleibt der eine Runde tot und regeneriert sich dann, wenn die beiden anderen nicht aufsterben in der Zeit. Oh. Natürlich. Sturm angeboren haben ist sehr gut, glaube ich, mittlerweile. Ansammeln bringt mir nichts. Blocken wir nochmal. Einfach um nicht zu viel zu verlieren. Da ist keiner gestorben, aber das ist sogar gut. Aber. Weil der eine stirbt jetzt ziemlich sicher. Der eine stirbt jetzt ziemlich. Elektrodynamik. Das war. Also Elektrodynamik gegen die ist ein easy win. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das verdoppelt unsere Energie. Und wenn wir einfach irgendwie 50.000 haben, das ist gut. Leuchtenden Tesserakt, der sich seine Luftreden verändert. Okay. Mehr drei farblose Karten für ein Deck. Will ich überhaupt? Füge 20 Schaden zu, stirbt euch ein Gegner außer Untertan, erhalte 20 Gold. Das sind 20 Damage. Und Energie ist uns mittlerweile hart egal. Die Überreste einer geisterhaften Kreatur fällt langsam in den Schlamm vor dir. Sie ist im Mondschein kaum sichtbar. Du hast dich vor deinen Schwestern bewiesen. In der Siegespose wartest du still. Wenn die anderen die Zeremonie den Schild der Kreatur auf den Kopf setzen und in den angeschlossen, gehst du Richtung Spire. Okay. Wir wollen wenig Kämpfe machen, weil wir uns nicht mehr ausruhen können. Feuer. Laden. Verbessere eine Karte, transformiere die zwei Karten, entferne eine Karte und verbessere eine zufällige Karte. Ich glaube, ich will zwei Schläge transformieren. Wobei. Mein letztes Deck fragmentieren verbessern. Für 40 Gold. Klingt schlau. Was macht das hier? 9 Damage. Oh ja, ich glaube, die will ich auch noch verbessern. Elektrodynamik. Erschaffe 3 Blitze dazu, Arm der Gier. Defragmentieren, weil der Fokus ist es, der über langen Zeitraum alles macht. Ich kann nicht Nein sagen. Also das ist immer, wenn du einen Selbstzugang machst, einen Angriff unerfähig, entferne alle deine Debuffs. Klingt nett, ist aber doof. Passive Heilung ist ganz cool. Das sind 2 TP am Ende, das ist nicht wichtig. Beginne jeden Kampf mit 10 Block ist nett. Und ich glaube, das kann ich mir holen. Wir entfernen, glaube ich, einen Basic-Schlag. Weil die einfach unglaublich unnütz sind. Dann holen wir uns noch Anker. Dann geht's uns gut. Kriegen wir noch einen Shop? Naja. Oh, ihr seid ärgerlich, aber ehrlich gesagt glaube ich, das schaffe ich.
Wir machen Sturm. Kapazität defragmentieren. Spalten dann alles auf. Defragmentieren. Elektrodynamik Schleife. Gucken, dass wir den Freund möglichst kaputt bekommen. Weil ich will keinen Schaden nehmen. Und dann tot! Okay, das gefällt mir. Das ist eine gute Kombo. Langweilt mich alles. Ich glaube, wir machen den Elite. Wobei, wie viele Karten muss ich tatsächlich noch verbessern? Ich will verbessern. Auf jeden Fall. Ansammeln wäre okay, weil dann brauche ich nur 5 Karten im Nachziehstapel. Mein neues Defragmentieren will ich verbessern. Donnerschlag will ich verbessern. Ich glaube, wir gehen nicht den Elite machen. Wir gehen lieber zweimal ans Bonfire. Oh! Bevor ich das vergesse, hole ich mir den letzten Schlüssel. Ich hätte zwar jetzt gleich was verbessern können, aber die Chancen stehen gut, dass ich es nicht brauche. Wobei, der ist fies. Sturm. Kühlerkopf. Okay, 3D fragmentieren. Ich habe 5 Machtkarten auf der Hand. Klar. 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 Jetzt kriege ich 50. Ich krieg nicht mehr. Wieso habe ich so viel Block? Wieso habe ich so viel Block? Wo habe ich einen Block bekommen? Hatte ich nicht nur ein Eis-Ding? Wieso habe ich so viel Block bekommen? Was für Karten habe ich benutzt? Oh, ich habe das ganze Defragmentieren benutzt, bevor der Block durchkam. Das gibt Sinn, pass auf. 24 Schaden zu. Ja, das ist gerade nicht nützlich. Ja. Oh, das tut mir fast leid. Oh, ich kann mit dem. Nee. Doch. Ich kann mir Geld holen. Wendig ist ein Problem. Pass auf, ich mach so. Also so. Füge 20 Schaden zu. So. Nee. Ich hätte die 20 Schaden nicht geschafft. Blocktrank, nett. Eine Karte. Keine Pluskarte. Nö. Also mit sowas gebe ich mich nicht ab. Schmieden. Defragmentieren, all the way. Besetzte Karte. Ein Schatz. Dann aktiviert sich der Effekt auch nochmal. 2 Relikte. Wenn du deine 3 Fähigkeiten ausspielst, machst du Schaden. Das ist nett. Wenn du deine Macht ausspielst, wird eine Handkarte gratis. Ja, wir haben ja 1-2 Mächte. Wollen wir noch beim Shop vorbei? Nee, wir kriegen noch einen Shop. Wir kriegen noch einen Shop. Ihr glaubt mir jetzt nicht, aber es ist trotzdem so. Pass auf, was jetzt passiert. Kapazität wird gratis. Die Fragmentieren ist gratis. Elektrodynamik ist gratis. Ich bräuchte jetzt nur noch eine Karte, die mich ziehen lässt. Und dann schlag ich dich kaputt. Wobei, meine Blitze aktivieren sich und machen die sowieso alle kaputt. Das heißt, mein Schlag benutze ich auf dich. Tschüss! Ihre Schwerter haben gar keine Chance, sie haben 20 Leben, oder? Oh, meine Karten. Das ist bestimmt ein Schwert. Ja, das stirbt mir die ganzen Blitze nicht ab. Das stirbt einfach nur. Doppelte Energie, ja komm. Spaltung. Bam, 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 bam. Weg. Defragmentieren. Also verstärken. Selbstreparatur. Defragmentieren. Karten werden gratis. Genalgorithmus gratis geht immer. Schleife. Chaos. Guck mal, das hebt doch meine Verteidigung. Doppelentladung, bam, bam. Oh, du bist schon tot. Oh! Ach so. Festplatte, beginne jeden Kampf mit einem. Oh!
Was ist das für ein wunderschönes Relikt? Sturmplus! Und wenn da Machtkarten jetzt anderes gratis machen. Er hat zwei Fokus. Interessant. Ich bin hart OP. Der letzte Boss wird mich trotzdem hart verhauen. Und der Wächter davor. Cool. 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 Ich hab ihn einmal geschlagen. Bam, bam, bam. Hat er eine extra Fokus? Wenn ich meine Defragmentieren nicht schnell bekomme, ist schon nett. Das sind 10 Damage am Ende des Zuges immer, oder? Am Ende des Zuges erhältst du 10 Schaden. Nicht cool von dir. Doppelte Energie. Defragmentieren. Ansammeln. Doppelentladung. 7 mal 9 und du bist tot.